Mit so einem kranken Kind zu Hause ist das echt furchtbar. So, ich bringe jetzt die Teile hier zur Post. Ja. Tag 2 zu Hause. Oh, voll öde. Man kann nicht richtig machen. Bin nur am Computer und schneiden. Und meine Frau kaut Süßigkeiten. Brust? Ach, Frust. Wollte gerade sagen. Gibt's was zu trinken? Gibt's was zu feiern? Bis gleich. So, heute war Waschtag. Wochenende. Entspannen in der Badewanne. Schön. Ganz toll. Hast du dein Baby gewickelt? Ja. Sieh mal. Ah, herzlich Ruhe, jetzt hole ich Brötchen und dann werde ich erst mal was frühstücken und danach bin ich wieder hier. Ich muss bei meinem Auto. Denn ich muss bei meinem Auto die Autobatterie ausbauen und laden. Da habe ich mich total vergessen, der steht jetzt seit 2 Wochen und die Batterie ist alle. Ja, oder 3 Wochen steht er schon. Ja, der muss natürlich ab und zu bewegt werden. So eine Scheiße, ich ärgere mich jedes Mal. Wahrscheinlich braucht er so ja eine neue Batterie, aber ich werde erstmal die alte ausbauen, laden und wieder einbauen. Und dann gucken wir mal. Was ist denn los? Wir sind alle zusammen. Prost, Mahlzeit! Prost! Und die Pfunden. Kalter Kaffee, schon am frühen Morgen. Ist völlig egal. Wir haben ein neues Familienmitglied, nämlich den Kühlschrank. Ja, hier. Herzlich willkommen hier. Wir haben ein neues Familienmitglied. Wir haben einen Kühlschrank. Der sieht total hässlich aus hier mittendrin, aber meine Frau wollte einen Kühlschrank haben. Sie sieht sehr glücklich aus jetzt. Yippie. Kühlschrank, ey. Meine Kartoffelsuppe ist schlecht geworden. Und ich musste die ganze Kartoffelsuppe wegwerfen. Wie auch immer. Oh, real. Scheiße, real. Ja. Weil es keine Waschmaschine hat. Also, es ist ja nett gedacht, aber ich habe mich ein bisschen in meiner Privatsphäre verletzt gefühlt, weil da sind ja auch Notizzettel von mir in meinen Taschen und so drin. Und da war ich ganz vorsichtig vorher in die U-Bahn in einen Mülleimer entsorgt. So wahrscheinlich hinterher geschlichen, hat die rausgeholt und dachte, die kann noch mehr holen bei dir in den Taschen. Das ist doch eigenartig, oder? Schon ein bisschen privat, oder? Wenn ihr meinen Schrank geht und meine Wäsche rausnimmt und ja, aber das ist ein Bild mit dem Zaunfall, du stinkst immer oder so, hat keine Ahnung. Ja, ich meine, es ist ja schon mal täglich, das ist ja wohl egal. Na, ich rieche es nicht, ich rieche nach Knoblauch. Ich rieche nur Knoblauch. Mann, ich mach ja nicht mal frei, obwohl ihre Tochter krank ist. Na, ja, hört mal, ich bin ja nicht für Abend da. Richtig. Richtig, hört das mal ja da. Oder jede Woche. Ein bisschen mehr engagiert für deine Kinder kannst du nicht machen, wirklich. Richtig. Willst du auch was? Hast du einen kleinen Napf für sie? Einen kleinen. Na, diesen kleinen Glasnapf. Hol ich mal den. Was hast du? So einen Glasnapf. Zum. Ach, einen Napf? Eine kleine Schüssel. Was ist denn da los? Eine Schüssel ist ja nur übertrieben. Ich hab was ganz anderes verstanden. Napf? Na, was hast du denn verstanden? Dampf. Dampf. Hast du ein bisschen Dampf für sie? Ja, das ist ja nicht gemacht, aber kein Sinn ergeben. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen schwerhörig. So normal ist es schwerhörig. Ja, weil ich die ganze Zeit immer nur angeschrien werde. Und stinkt. Hat man ja schon. Ja, die hat nämlich Pestilenz, ja. Heule. Ihr müsst aber nicht anstecken, oder? Hoch anstecken. Das darfst du ja nicht in die Kita geben. Achso, und uns steckt das auch an, oder? Ja, natürlich schon. Du hast 2 Wochen Inkubationszeit. Also du hast 2 Wochen noch gut. Ich habe am 10. Januar Vorstellungstermin, da muss ich ein bisschen fit sein. Also bitte nicht ablecken. Ja, nee. Du musst dich heute mal beherrschen, Dennis. Ja. Leon hat mir auch erzählt, er war schon lange nicht mehr drin. Naja, das ja. Endlich kann dann jetzt die Woche wieder loslegen. Seine Hand ist endlich. Ja, wegen seinem Daumen. Ach, ja, Mensch, der hat doch Kriegsverletzung. Ja. Sein Pulsschuh hat er mit der. Ja.
Stunden auf dem Mediamarkt. Nochmal Schluss was drauf. Meine Folge. Das ist ein Daumen gequetscht. Ach, der kommt da hier oder was? Oder? Nein, keine Ahnung, also, woher der kommt. Der ist ja in Mittelberg, ist ja noch abseits vom Weg runtergefahren irgendwo. Hat er da gemeint. Und dann ist er hingerutscht im Gras. Wahrscheinlich die Asphaltstraße oder so. Und dann ist er noch ganz. Und dann ist er noch. Ganz schnell nach Hause gefahren und dann hat er es wehgetan. Ja, dann ist er zur Arbeit gegangen, ich gehe jetzt mal zum Arzt, mir tut die Hand weh. Ach, irgendwie so, ich weiß nicht. Also eigentlich reden Bibel ja so miteinander. Wir reden da nicht über sowas aus gewissen Gründen. Nee, weil das ist mir zu blöd. Er weiß ja auch schon, bei mir braucht er sowas gar nicht sagen. Ja. Ich frag ihn ja auch direkt. Irgendwie hat er den guten Advent verbracht. Baumschmücken. Ja, genau, wir haben den Baum geschmückt am 3. Advent. Schön. Alle zusammen. Ja, natürlich. Alle zusammen. Das hat nicht gemacht. Der Mann hat keinen Spaß gemacht. Nee. Die Mutter, die war gruselig. Die Kinder haben sich nur gestritten. Und geschlagen um die Kugeln und dann haben sie, weiß ich wie viele Kugeln kaputt gemacht. Skadi hat kaputt gemacht. Wie viele Kugeln haben sie kaputt gemacht? Ja, insgesamt jetzt schon 5 oder so. Was, echt? Dann hatte ich einen Splitter im Finger von diesen Kugeln und die Kinder danach auch. Und Mann, ist jetzt krank geschrieben wegen dem Splitter? Ich hab nichts so fertig danach. Sie muss jetzt 3 Wochen eine Corsage tragen. Wegen dem Splitter? Die Splitter-Corsage. Splitterweste. Muss sie jetzt tragen? Mir ist gar keine Kugel runtergekommen. Gar keine. Kommt noch. Aber heute hat es gar nicht schon wieder eine kaputt gemacht. Ja, und Lumen auch. Und Lumen hinterher nochmal eine. Ja. Dabei hing die schon am Baum. Ja. Aber die fanden sie wohl nicht gut. Richtig, die Trompete. Ja, wir haben noch alte Kugeln, aber Marius will meine alten Kugeln, findet sie nicht gut. Die will sie persönlich aufhängen. Marius kauft lieber bei Kackstadt irgendwelche sündhaft teuren Kugeln. Das sind ganz klassische, schöne Kugeln. Eine VW, ja, klar, gut, aber andererseits, Thomas, dann wären sie jetzt kaputt, oder? Wenn sie jetzt am Baum hängen würden, dann wären die Kugeln jetzt kaputt. Ja, aber das hilft ja gar nicht, wenn sie jetzt die ganze Zeit nur in der Kiste sind und jahrzehntelang nicht mehr sehen werden. Ja, dann packt man sie auf. Ja, dann nutzen wir so weiter. Tradition. Das sag ich wirklich jetzt mal, wenn ich dich so angucke. Aber weißt du, wir haben die auch. Ja, seit 3 Jahren. Wir sind auch schon 4 Jahre. Haben wir nicht, weil du guckst ja immer wieder welche nach, weil die gehen immer kaputt. Willst du eine Kugel backen? Mit 8 Sachen. So, haben 7 Sachen. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier, Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gel. Schieb, schieb in den Ofen rein. Ja. Ticke-Tacke, 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 verbrannt. Entschuldigung. Ihr habt so viele Geschenke gemacht. Ich habe 1000 Geschenke für euch. 1000? Und jetzt habe ich 2000. Hast du nachgezählt? Oder hast du einfach alle nochmal einmal durchgeschnitten in der Mitte? Nein, ich habe 200 Geschenke. 200 oder 2000? 200. Nein, gut, 200. 200. Nein, 300. Und ihr habt ein Buffet auf der Schule? Ein Mittagsbuffet? Ja. Ja. Oh. Und ein Tischdienst, das sind Kinder. Aha. Unser Tischdienst, das sind Kinder. Also die laufen kreuz und quer. Am Montag gibt's immer Suppe. Nur der Mäcki, dem fehlt ein Messer. Und das findet er nimmermehr. Ja. Farbenrater. Ein Farbenrater. Das ist ein Beruf für Blinde oder für Farbenblinde, Farbenrater. Aber als Kind hat man doch schon alles mitgemacht. Warum macht man es als Erwachsener nochmal mit durch? Das ist so bescheuert, ist völlig blöd, oder? Unnötig. Wollt man jetzt Kinder kriegen, unnötig? Nein, ich hatte als Kind doch schon diese ganzen Kackkrankheiten. Warum kriegst du denn jetzt nochmal alles? Was hast du denn jetzt gerade? Du bist ja auch unterdrückt. Ich habe irgendwelche Erkältungen, du auch. Naja, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich das. Ja, ihr müsst mal mehr Obst essen und mehr Gemüse. Nicht? Danke für den Rat. Was ist denn das für ein Scheiß? Gar nicht gedacht. Was für ein Blödsinn. Nein. Ich esse alle voll mit Obst und Gemüse hier. Das Alibi-Netz da hinten oder wie, das liegt glaube ich schon durch in 2 Wochen da oder wie. Das wird täglich ausgetauscht. Was ist denn da los? Weggeworfen oder wie? Was ist denn da los bei dem? Ist das Stänker heute oder? Nein. Ey, hab ich heute frisch gekauft, alle wieder. Ah, so. Weil es immer wieder leer ist. Ja, das ist durch mal so ein Ikea-Obst, das hält länger, das müsst ihr nicht so oft austauschen.
Der Andi, der war ja vorhin da, war. Und? Ja, das ist ja echt anstrengend. Also nüchtern kann man das nicht ertragen. Also, geht ja gar nicht anders. Also ich bin ja auch nicht unhöflich, ich habe ja dann halt was zu essen gemacht. Ich habe dann mal dann hier und Andi alleine gelassen. Also ist ja furchtbar. So, Malis. Wenn man Gynäkologin lernt, lernt man auch über das männliche Geschlechtsteil ein bisschen was, oder? Also ich habe ein Buch hier über Geschlechtskrankheiten. Ich habe keine Geschlechtskrankheiten. Warum denn nicht? Der Malis hat auch ein schönes Buch, ein Schrammel. Steht da vorne. Ich habe schon ganz eigenartige Patienten gehabt. Den hat jeder, der irgendwie mit Medizin was zu tun hat. Ja. Die Frau hatte meine Patientin da, die war völlig aufgelöst. Was hat die antwortet? Was die denn? Frage von der ist. Ich habe keine Frage gehört. Achso, ob man in einem Buch auch was über männliche Geschlechtsteile lernt oder machen das nur Urologen? Und Urologen und Vaginalesen unterscheiden die sich sehr voneinander? Nee, Vaginalesen. Oder wie heißt der Beruf? Gynäkologe. Ich kann aus deiner Vagina lesen, oder was das war? Was ist das? Zeig mal deine Vagina und die sagt dir, wer du bist. Nee, wahrscheinlich nur mit weiblichen Geschlechtsteilen, wa? Ja, als Arzt machst du ja eine Grundausbildung und entscheidest dich dann irgendwann für eine Fachrichtung. Klar. Also, ne, mit anderen Worten ja. Ah. Lernst du alles. Erstmal. Als Arzt. Mir hat Daniela am Wochenende ein Stück aus meiner Eichel rausgebissen, wa? Und sie war da eigentlich noch nie gehabt, also nicht mit Absicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich damit zum Arzt gehe oder nicht. Also ich habe schon alles Mögliche gehabt, aber sowas. Also sowas hatte ich noch nicht. Nee, das bin ich da ein bisschen unsicher. Na, hast du Tollwut? Nee, ich dumm, jetzt hätte ich gemerkt. Ja. Ja, ey, zieh doch einfach einen Ring durch. Oh, naja, so viele sieht der glücklicherweise nicht. Also, oder wenn, dann wärt ihr ein ganz schönes Loch. Also. Voll die Loch, ey. Wo soll's denn hingehen? Ja, zeig so mal. Fuck, gerade das Feuer. Wie kommt er denn dazu, ey? Ja. Ich hab die Hunger gehabt. Alter, war so gut. Ja, aber warum ist denn damit nicht zum Urologen? Ja, das hätte ich heute machen können. Hm. Aber da kam der Andi vorbei, dann wollte ich was kochen. Du musst was kochen, um mir die Zeit zu vertreiben, sonst hättest du ja nicht ausgehalten. Ich habe ja nicht mal Kernseife da gehabt, ja, oder ist das Infektionsmittel? Ja, aber du bist doch mit der Reihe gewesen sein. Also, mit deiner lese ich mal die deutschen Dinger, was die. Oh ja, warum? Im Internet! Mann, jetzt haben wir hier so jemanden vor uns sitzen. Der arme Dennis, der wurde nicht entjungfert, sondern entwertet quasi fast. Oh Mann! Auf Himmels Willen! Oh, wei, wei, wei. Naja, beim Knochen ist ja, wisst ihr, wie es ist? Das muss wieder gebrochen werden, damit es gerichtet. Nicht, dass der da nochmal ran muss. Der lag auf der Seite, auf der Bank. Er musste offensichtlich pissen. Dann hat er einfach im Liegen Hose aufgemacht, raushängen lassen und dann hat er Puller. Das durch die Bank durchlaufen lassen. Also so, seitlich hat er gelegen. Haben alle gesehen, wir standen an der Ampel und ich guckte so rüber zu dem. Auf einmal hört er so sein Bild noch raus. Ich so, Malis guckt in dem Moment auch so rüber. Und dann so, am hellerlichten Tag, oder? Ja, die ganze Leute um ihn rum auch. Das ist völlig. Also er hat nicht mehr mit ihm. Naja, Alkohol ist ein Alibi, wa? Danke. Nett von dir. Ja, irgendwas stimmt halt nicht. Mit deinem Schlaf-Wach-Rhythmus. Schlaf-Wach-Rhythmus. Wach-Wach-Rhythmus heißt das. Wir müssen irgendwann auch mal schlafen. Vielleicht meint der nebenbei immer die Sekunden, die ich nicht sage, zum Beispiel. Da bin ich wieder. Siehst du, ich hab jetzt gerade geschlafen. 5 Sekunden? Na, und das addiert sich dann? Na, funktioniert das tatsächlich. Wieso verarschen? Dadurch kann man unendlich erholen manchmal. Ja, ja. Und du sagst immer, ich könnte nicht zu. Nee, in dem Moment schlafe ich. Ja, aber du kannst dich dann auch überhaupt nicht dran erinnern.
wenn ich was gesagt habe. Und dann später fragst du, dann weißt du das überhaupt gar nicht. Aber das ist halt den Preis, den ich dafür zahle, 25 Stunden am Tag wach zu sein. Ich zahle. Ja, da frage ich dich nach irgendwas und du hörst mir nicht mal zu und bist sauer oder anders. Wenn ich gerade, nee, geht doch nicht. Wenn ich gerade was anderes mache, das funktioniert halt nicht. Ja, dann rufst du mich die ganze Zeit, wo ich auch was zu tun habe. Kannst du auch zu mir kommen? Ey, bist du, ihr seid ja wie ein altes Ehepaar. Nee, wir sind kein altes Ehepaar. Wir sind noch recht jung. Wir machen aber nicht mehr lange. Wie warst du durch wie ein altes Ehepaar? Ja, nächstes Jahr unser 10. Hochzeit. Ja, und ich habe ja schon, oh, auch, und ich hab schon oft von Scheidungen gesprochen. Ist die Diamanten, der war? Ich kann auch nicht. Das ist Rosenquarz vielleicht. Ja, der mein Vater erzählt, der Arbeitskollege, der hat ein Samurai-Schwert vernünftig. Also wahrscheinlich der Arbeitskollege ihm erzählt, dass er... Ach ja, und? Was war? Genau. Halt ist ein Artilleriesäbel, aber halt ist schon original, aber... Wie lange bin ich bei 90 Euro? Ja, hätte ich gut gesagt. Also ich habe 80 gesagt. Das ist mein erster Gedanke. Ich muss ja immer an Geld denken. Leider, also ich muss in irgendeine Kategorie einsortieren. Geld ist am schnellsten. Dann hat er noch seine Initialen reingeritzt in den Säbel. Also damit ist er komplett entwertet, nehme ich mal an. War. Na, das ist ja mal nichts. Also mir wird, ja, ich muss es rauspolieren. Wo hat denn die Rinne gemacht? So ziemlich überall, wo es nur geht. Was? Ja, ja, also der hat da dann so eine Schnörkel, je nach oben, je nach unten, ja, ja. Vorne, hinten, den, dann auf die Scheide, auf oben dieses Messing-Einband. Und na gut, okay, das ist nichts. Nein. Und dann Kabel. Mhm. Das ist mein Telefonladen. Kann man 50 Euro für ihn war. Was geht wieder los? Ja, wo hast du das hingeholt? Das ist nicht mehr. So, willst du gerade noch was machen, oder? Ja. Ich mach der Nachtwache, ich sitze im Sessel. So ist das, hast du denn? Oh, das ist gut, Wasser. Ja. Das war ja was.